Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Alteiche von Kalle, den Ultramapper. Ja, Alteiche, ne? Das ist Alteiche-Time. Wir müssen eben Stroh abladen, ne? Das ist wichtig. Sind die schon wunschlos glücklich, oder was? Oder habe ich den nicht weit genug reingeschoben? Das kannst du haben bei Svenny. Oh, Speicherlinski. Ja, wir müssen hier gucken. Ne, die sind schon voll. Okay. Lass die mal erst liegen. Die räumen wir gleich weg. Oh Mann, ey. Ich hab den Wagen auch hingestellt wie ein junger Gott, wa? Nicht. So brauchen wir ihn Bild. Druck. Danke. Man könnte den Wagen natürlich jetzt auch umfahren. Aber das wäre natürlich wieder viel zu einfach. Ne? Das geht so nicht. Ab und zu muss man auch mal die Herausforderung annehmen. Wir haben ja ein wenig... Guck mal, die bunte Bilderpilze sind da. Siehst du da? Bunte Bilderpilze. Hab ich mal gehört. Kalle, Kalle, Kalle. Da noch mehr bunte Bilderpilze. Cool. Oh, den Schlag hier reinräumen, du. Wir brauchen das Zeug. Ja, es gibt hier ein Ballenlager. Und ja, das, wenn die wir das nicht nutzen. Mach ich nie. Und wir haben schon so ein bisschen dreckige Stroh, das ist gut. Wir brauchen das auch. Dreckige Stroh. Jetzt kann er mir durch, jetzt kann ich auch nichts mehr erzählen. Svenny hat gesungen. Ab und zu muss man abschmettern, ne? Ja, guck da, eine bunte Bilderpilz. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Vielleicht können wir die auch als Bio verkaufen. Biospaß. Hm. Was haben die denn? Die trotten schon in den Stall, ist zu warm draußen, ne? Siehst du? Guck mal, wie easy peasy die da lang schleichen. Oder die haben gemerkt, dass neues Stroh im Stall ist. Ja, die sind gut erzogen. Das sind Heim... Scheiße. Das kann man uns ja nicht ausdrücken. Die machen das nur zu Hause, ne? Weil wir brauchen ja das dreckige Stroh. Auf der Wiese gibt das nur Galtstellen und das mögen wir nicht so. Und deswegen machen die das dann halt zu Hause, ne? Im Stall. Kennt ihr Galtstellen? Ja, bestimmt, ne? Ihr seid ja Profis. Ich kann das andere Wort nicht aussprechen. Ich soll immer Galtstellen. Das sind die Stellen, wo die Kühe hinkoten. Und da fressen die nicht. Und dann siehst du in der Wiese genau, wo der Flort schon war, weil das Gras immer höher ist wie sonst. Galtstellen halt. Kote lieber möglich, da passt keiner mit rein, ne? Das ist dumm, 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 dumm. Hätte ich die wahrscheinlich zur anderen Seite räumen müssen. Oh, leg dich mal da drauf, ne? Vektor. Das ist einfach schön hier, ne? Okay, ganz ehrlich. Ja, dann können wir das gleich eben schon mal wieder rüberfahren. Dann holen wir eben die letzten Bällekes dann noch von der Fläche und dann müssen wir erst mähen. Und die anderen holen wir dann nach und nach, ne? So wie wir Zeit haben. Uns läuft ja nichts weg. Wir haben ja auch noch gar keine Fruchtfolgeplanung und so. Wir
von daher haben wir ja gar keinen Stress. Wie gesagt, ich denke, wir werden erst den nächsten Ingame-Tag. Weil Raps im Bioanbau. Warum nicht, dass sich das lohnt? Da ist die Fläche für verschenkt in meinen Augen. Weiß ich aber auch nicht. Die müssen halt ein bisschen auf Futter gehen. Ein Stall mit Kühen wollen wir ja auch mal irgendwann voll machen, weil irgendwo muss ja von leben. Gewächshaus bauen und so. Hier gibt es ja auch noch eine Produktion. Die wollen wir uns ja auch mal irgendwann angucken, ne? Aber halt langsam. Gut, dass der da unter der Bracke gepasst hat, ne? Ich hab den aber auch nicht gut gepiekt. Diese Lors. Du musst halt echt mal umlegen hier. Ich verschalte mich immer. Wir denken sie auch, du hast so eine Knispe. Ja, hab ich ja. Was ist der denn noch drunter? Das wäre echt ominös. Wahrscheinlich gehen meine Fronten oder gar nicht so. Oh, guck mal, die kriegen schon Zappeln, Mann. Die haben schon Angst. Glück. Liter. Wir sind reich am Mist. Guck dich den an. Lass uns mal eben eine Runde hier gucken. Ja. Das sieht gut aus, das Stroh. Ja? Schönes Ding. Herrlich, ey. Echt herrlich. Mach ich total leiden hier. Braucht die Luft den Stall oder was? Warte. So. So, ist ja warm, ne? Ja, hab ich doch gemacht. Meckert doch nicht immer rum. Ihr seid ja drüpp. Na guck, dann haben die so ein bisschen Frischluft, ey. Summe. 26 Grad. Jetzt haben die ein bisschen klimatisierten Stall, ne? So. Helga, nee, eigentlich müssten wir Helga einstellen, vorne mit einem Fächer, ne? Weißt du, der so ein bisschen Luft da einstallfächert, aber der ist noch in Urlaub auf dem Marsch. Konnte ihn noch nicht überreden, hier mit hinzukommen, ne? Weil er dann ja immer hin und her reisen müsste. Und dann hat er gesagt, nee, Svenny, das ist mich zu stressig. Ich sag, Helga. Und er ist bei geblieben, weil Helge wollte noch nicht hier hin, auf Alteiche in Westerwald. Der ist auf dem Marsch noch. Was willst du machen, ne? Du kannst das Personal ja auch nicht zwingen. Das geht ja. Oh. Oh, die neue Anhaltetechnik. Einmal hupen. Was noch? Ach, ist das schön. Guck mal, das ist aber auch nicht viel Wind, ne? Wie ist das da? Am Windrad, das ist kaum sich am Drehen. Hier ist die Produktion, ne? Ja, ich schätze mal, kannst du wieder alles produzieren. Kartoffeln, Pommes und so. Weißt du? Kartoffeln und Pommes und ein bisschen wie Pommes und so. Wie auf The White Farm und so. Ich schätze Popcorn, kannst du ja auch machen. Kannst du nicht mit Zwischengas fahren, ne? Ehrlich. Ich finde die Hupe cool. Der Buttex unter der Räder.
Ist das schön. Kann man immer wieder nur sagen. So ist er. So viel Bellekes waren hier gar nicht mehr, ne? Ne, so viel waren hier nicht mehr. War ein Wagen noch oder so? Dann sind wir durch. Oder staubeln wir die eben fix bei die Schweine rein und wenn wir die brauchen, holen wir uns die. Können wir auch fix machen, ne? Ich glaube, wir kriegen die eh nicht alle an den Hof untergejubelt. Nee, die kriegen wir nicht hin. Schmeiß mir den da eben rein und wenn wir sie brauchen, holen wir sie uns. Familie Schnitzel hat da nichts gegen, wenn wir da eben zwischenlagern und ein Ding, gell? Wenn wir sie brauchen, holen wir sie uns. Weil auf dem Schweinehof müssen wir eigentlich hinarbeiten, wegen Gülle und Mist, ne? Ich hab dran gedacht. Guck mal, dann haben wir die erste Ecke schon abgefrühstückt. Die war Hafer, ne? Jetzt müssten wir hier Weizen oder Gerste sehen. Ja. Wir könnten natürlich mit Zwischenfrucht arbeiten, ne? Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, das bringt 20 Kilo N, aber... Ja, wegen Biomasse wäre das cool. Vom Mais, ne? Ansonsten bringt uns das ja gar nichts. Wir brauchen halt das Stroh... obwohl es in meinen Augen... Und da wir ziemlich viel Masse runterholen, ja, müssen wir da Ölrettich in die Fruchtfolge mit reinnehmen. Ja, müssen wir auch. Weil wir die ganze organische Masse ja runterfahren, ne? Ja, okay, die kommt durch Mist wieder drauf, aber in diesem Jahr haben wir ja noch nicht so viel Mist. Müssen wir da so ein bisschen tricksen. Ja. Wollen wir gleich mal anfangen zu Gras zu schneiden, ne? Wie gesagt, wenn wir die Ballen da mal brauchen, holen wir uns die da weg. Brauchen wir jetzt noch nicht alles an den Hof so zuklastern. Wir haben ja auch noch ordentlich Stroh auf der Fläche, ne? Wir haben noch zwei Flächen, wo Stroh drin liegt. Also Ballen. Die müssen wir auch noch zum Hof holen. Und passt da. Ein nach dem anderen. Wichtig wäre es jetzt wirklich gleich Gras zu mähen, dass wir anfangen können, dass die Silage gären kann. Ne? Und dass wir nicht da irgendwann auf Trockendock stehen. Wir haben nur noch vier Silageballen. Mehr hat der Händler nicht auftreiben können. Was sagst du, alten Fitti, du? Hammerschmidt hieß der doch, oder? Ja, das ist aber nicht so ein guter Service hier, ne? Jo, Futtermittelvertreter, den habe ich direkt vom Hof gejagt, ne? Der wollte mir genmanipulierte Silage andrehen. Ich sag, geh weg, man. Weißt du? Ich habe dann gesagt, Uwe, der hat Leckerli in der Tasche und dann Uwe. Direkt raum los, weißt du? Und dann war der auch schnell weg. Muss auch so haben, so ein Hund, ne? Hier auch mal gucken, was der für Träder da in der Tasche hat, ne? Weil sonst sind die ja ziemlich aufdringlich. Guck mal, das läuft aber. Ähnlich.
herrlich, kann ich euch nur sagen. Ganz ehrlich, herrlich. Ich sollte vielleicht mal wieder was erzählen, ne? Ja. Guck mal, die Pika hat ein paar Zinken dran, ne? Siehst du? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 oder 14. Na, boah, das wurmt mich schon wieder, der Lack schon wieder so abperlt, ne? Ja, das ist nicht normal. Das finde ich nicht cool. Ja, wie gesagt, Schweinehof werden wir uns irgendwann mal ran organisieren. Aber im Moment noch nicht. Oh, oder wird knapp ist, ne? Hab zu früh hochgemacht. Aber dann ist das die auch erstmal erledigt. Weißt du, wir können auch im Winter nochmal Stroh holen fahren oder so. Da haben wir dann eh Zeit genug. Jetzt geht es darum, dass das von der Fläche kommt. Aber wir lassen die liegen bis nächsten Monat. Wie gesagt, vielleicht ist dann Unkraut drum. Kein Plan. Probieren. Ja, probieren geht über Studieren. Oh, Entschuldigung. Ich habe nicht so gut genächtigt. Doch, ich habe gut geschlafen, aber ich bin im Moment zu früh weg. Ich war schon um 4:30 wach. Das ist doof. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ich bin ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!